Servus, ich bin der Elias vom Farbenmoscher und ich gebe euch heute 5 Tipps zu kreativen Räumen. Kein Büro und kein Hotel kommt heute mehr ohne Seminarräume aus. Und auch im privaten Bereich wird das immer wichtiger. Das meiste kann man schon allein mit Ausmalen schaffen. Bei Farbenmoscher haben wir da eine super Farbpalette von Jäger zur Verfügung. Die sind wasserverdünnbar, riechen fast nicht und sind auch für wenig Geübte geeignet. Und das sind jetzt die 5 Tipps für euch. Die Magnetfarbe ist sehr einfach in der Anwendung. Mit nur 5 bis 6 Schichten kann man ca. 8 DIN A4 Blätter mit einem Magnet an dieser Wand festbringen. Sie ist wasserverdünnbar und mit der Magnetfarbe im Blick kann man nichts vergessen. Mit dem Schultafellack kann man sie kreativ richtig austoben. Er eignet sich nicht nur fürs Kinderzimmer, sondern auch für andere Räume im Haushalt. Sie ist sehr einfach in Anwendung und verwandelt jede Oberfläche in eine Schultafel. Mit einer Whiteboardfarbe kann man jede Oberfläche im Innenbereich in ein Whiteboard verwandeln. Nicht nur in Seminarräumen, sondern auch verschiedene Tische oder Bänke können damit zu beschreibbaren Oberflächen werden. Wichtig bei der Verarbeitung ist, dass man einen Härter nimmt, dass alles richtig trocknet und gegebenenfalls einen Reiniger. Mit der Projektionsfarbe gibt es ein Großleinwandfeeling für daheim. Die reflektiert einfach besser und man kann jede Fläche im Innenbereich zu einer Projektionswand machen. Die Größe kann man dabei selber bestimmen. Der letzte Tipp für euch: Die Produkte sind alle untereinander mit der Magnetfarbe kombinierbar. Man braucht nur so viele Schichten von der Magnetfarbe mehr, wie man von der ursprünglichen Farbe verwenden will. Wenn mehr wissen wollt oder erklärt braucht, kommt in eine von unseren Filialen. Bei Farbenmoscher beraten wir euch gerne.